Hallo und herzlich willkommen hier am wunderschönen Bieler See. Dann geht es hier wieder rein in die Natur. Wir wollen mal gucken, wie weit wir genau kommen. Vielleicht wirklich bis Erlach. Und sonst ist Hagneck auch okay. Lattringen, da sind wir ja schon in Lattringen fast. Das wäre ja keine Herausforderung mehr. Aha. Auf Lattringen. Unser Ziel ist gemäß Wanderding fast 4 Stunden entfernt. Mal. Ehrlich. Tatsache wohl. Und guck mal hier. Da lassen sich die Ziegen. Aus der Entfernung dachte ich, es seien Kühe. Nee, lassen sich die Ziegen gut gehen. Die Geißen. Gleich wieder ein paar Meter entfernt. Eine, weiß ich nicht was. Keine Ahnung. Naja. Oh ja, da drüben, da geht es langsam zum Ufer runter. Und wenn im See Hochwasser ist, werden diese Bereiche hier geflutet ein bisschen und überschwemmt. Dadurch hat sich hier eine wunderschöne Landschaft entwickelt. Richtig urschig. Ja. Da seht ihr keine 10 Meter in den Wald hinein. Da ist alles voll mit Gestrüpp, Bäumen und weiß der Geier. Oh, Hilfe, Brücke. Besser gucken, wo man hinläuft beim Quatschen. Back, back. Back, back, back. Oh, Uferweg da lang. Da lang. Was für ein kleines, schönes Landschloss hier. Wow. Schnieke, schnieke. Ja, Leute, das ist wirklich herrlich hier. Es ist heute auch nicht zu warm. Wir haben so ganz, ganz leicht diesiges Wetter. Immer noch vom aufsteigenden Wasserdampf. Und darum ist das Licht auch nicht so hart. Und man kann richtig cool filmen. Schön. Oh, teuer. Gleich ein Mill weg. Das ist ja doof. Hier steht Uferweg nach unten und Uferweg nach oben. Jetzt soll mal einer kapieren. Guck mal. Das ist ja cool. Ah, übrigens hier. Erstmal hier das Schloss noch von der Seite. Ist ja richtig cool. Wow. Ist aber auch geil. Hier. Die Bank unter diesem riesigen Baum. Boah, ist das Hammer, ey. Hey Leute, wenn ich so weiterlaufe, dann kommen wir überhaupt nirgends an heute. Aber hey, pff, geil ist das denn? Wenn ich alles lese und euch dann erzähle, dann dauert es viel zu lange. Guckt euch das an. Hier am Boden noch ein Mosaik. Dann hier die Aussicht direkt auf den See. Hey Leute, ist das geil. Wow. Hammer. Hier waren früher mal Türen oder sowas. Auf jeden Fall sind Scharniere hier. Kommt man also mal zumachen. Hier Fenster. Boah, ist das
das geil, ey. Leute, ey. Haha, ist das geil, ey. Guckt euch das mal. Wisst ihr's? Nix ist mit FKK hier. Aber es ist wunderschön hier. Ja, leider fehlt wirklich die Zeit, das komplett angucken zu gehen. Und ach Mist, welchen Weg jetzt? Ja, nehmen wir mal den hier. Denn wir wollen ja noch weiter. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir die 10 Minuten nach Erlach in... Ist das Erlach? Nee, nach Lattring, die 10 Minuten in 2 Stunden noch nicht geschafft. Also, jetzt Gas geben. Fertig getrödelt. Scheiße, das ist garantiert der Weg, der mir hier angezeigt wird. Was für eine Kacke. Scheißkarte! Vielleicht haben wir ja Glück und kommen hier noch irgendwo durch. Aber ich befürchte es nicht. Ich befürchte, wir haben ein großes, großes Pech. Ja, großes Pech. Was für eine gequirlte Scheiße. Na gut, haben wir einen schönen Park gesehen. Haben wir schönen Umweg gemacht. Ja, da fehlt was. Kirsche, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, müsste das eine Kirsche sein. Schön. Seepinkli, schön. Wir haben jetzt gerade den größten Anstieg. Ja, also hier unten ist der See. Hier oben sind wir. Was sind das? 40, 50 Höhenmeter oder so. Hinter uns gebracht. Und ja, genau oben, ja, auf der Kuppel oben, gibt es ein kleines Restaurant, das nennt sich Seepinte. Und es war schon verlockend, eisgekühlte Getränke. Aber wir haben keine Zeit leider. Wenn ihr vorbeikommt und nicht überall stehen bleibt und zu filmen und zu staunen und zu machen und zu tun, dann könnt ihr gerne hier oben im Seepintli was trinken gehen. Aber für uns heißt es weiterlaufen. Aber wo ist das? Ist das das hier? Nee, doch, das ist das. Hä? Ja, klar. Ja. Achso, das wird schon wieder renoviert. So wie das aussieht. Das muss also dieses Haus da sein. Ja, gut. Also, weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier stehen ganz viele Tippis rum. Wie so ein kleines, ja, Indianerdorf. Das ist ja cool. Spannend, spannend. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ja, wir haben Glück. Hier ist ein bisschen offen, da können wir reingucken. Ja, seht ihr es? Tippi tippi. Yum, yum, yum. Es riecht hier lecker. Nach frisch gegrilltem. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber hier vorne quaken die Frösche wie die Weltmeister. Irgendwo hier vorne müssen sie sein. Jetzt sind sie natürlich still. Die haben uns gehört. Freifläche. Also auf dem Weg ist okay, aber nicht auf Wiese.
Und also es macht ja keinen Sinn, da hier heißt es dann alleine und da heißt es verboten. Es widerspricht sich ja. Und das ist ein Wanderweg. Da ist Wanderkarte. Und wenn man hier seinen Hund nicht mitnehmen darf, na, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber es gilt wahrscheinlich wirklich hier für die Badewiese. Ja. Wie geil ist das denn? Wo ist der Weg geblieben? Hat man wohl mal aufgeschüttet hier und irgendwie vergessen, das Schild wegzunehmen, weil da ist... Ja, da vielleicht gilt das da, dass man nicht hier in die Wiese fahren soll. Ein paar Infos zum Naturschutzgebiet. Ja. Wie ihr lesen konntet, befinden wir uns nun in einem Naturschutzgebiet. Wobei bei uns Naturschutz hier und Ferienhäuschen da auf sehr engem Raum befinden kann. Ja. Könnt ihr gucken, was hier alles so rumkreucht und fleucht. Aber wir haben jetzt 2 Stunden und 7 Kilometer. Davon gelten aber nur 6, da wir da so einen Umweg gemacht haben, weil die Karte gelogen hat. Also müssen wir ein bisschen gucken. Ja, wenn wir unser Ziel erreichen wollen, dann sollten wir vor 17 Uhr dort sein. Denn um 17 Uhr und ein paar Minuten fährt das letzte Schiff von dort zurück nach Biel. Und das wollen wir erwischen, möglichst. Hier können wir richtig reingucken. Gestrüpp davor. Seht ihr, wie das Wasser spiegelt? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also richtig Sumpflandschaft, Moorlandschaft. Keine Ahnung, wie man es nennt. Das ist ja mal ein Paradies. Sandstrand und der freie Blick. Das da hinten, das da, das weiße noch ist, ich zeige euch mal irgendwann. Das ist das da. Das ist der Chazal.